Leute. Weiter geht heute mit Pokémon Schwert und Schild. Und ich habe ja versprochen schon mal, dass wir ein bisschen was weitermachen. Und es gibt wieder ein kleines Geheimgeschenk. Ich hoffe, dass ich es ohne Probleme jetzt rausziehen kann. Und Internetempfang. Ich hoffe, dass ich was jetzt finde. Es gibt nämlich ein neues Item. Suche nach Geschenk, die Mitgliedskarte. Damit könnt ihr Darkrai finden. Und ich habe ja schon angekündigt, dass wir was versuchen, bevor wir in die Pokémon-Liga gehen, die zwei zu fangen oder zumindest Scheibchen zu fangen. Und das werden wir heute versuchen anzugehen. So, gucken gerade. Die Mitgliedskarte. So, ich gucke jetzt gerade, ob ich das hinkriege. Ob ich vielleicht können wir so beide sogar gefangen. Gucken. Warte mal. Kann ich die nicht irgendwie öffnen jetzt, die Dinger? Sind die nicht irgendwie hier drin? Doch. Hä? Da bitte ich zu Route 224 zu gehen und für den Gasthof in Fleetburg. Okay, wir gehen zur Route. Warte mal, oder kann ich das überhaupt? Fällt mir gerade ein. Vielleicht müssen wir doch jetzt die Pokémon-Liga machen. Oder ist es die Route 224 da oben erst? Warte mal, 215, 214, 227, 226, 225, 230, nee, 225, warte mal, 224, muss ich jetzt gerade gucken, wo die war. 221, 220, 201, warte mal, 224, wo sind die? Weil wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass wir die Route vorher finden können, dann könnten wir... Ach nee, das ist nach der Pokémon-Liga, ne? Dann befürchte ich, dass wir das erst doch nach der Pokémon-Liga machen können. Ja, dann können wir es wahrscheinlich doch erst nach der Pokémon-Liga machen. Okay, dann gehen wir heute tatsächlich in die Pokémon-Liga an und fangen an mit dem ersten Trainer oder den ersten beiden Trainern. So rum ist es eigentlich richtig. Hey, überprüfen wir mal, ob du für die Pokémon-Liga qualifiziert bist. Zeig mal bitte alle Orden, die du dir in Sinnoh erkämpft hast. Der Kohleort aus Erzeling, der Waldort aus Ewigenau, der Bergort aus Schleide, der Fennorden aus Weideburg, der Reliktorden aus Herzhofen, der Minenorden aus Fleetburg, der Föhrenorden aus Blissach und zu guter Letzt der Lichtorden aus Sonneweg. Ausgezeichnet, Trainer, du hast die Tat, in der Tat die Orden aller Arenen von Sinnoh erhalten. Demonstriere nun hier deine Stärke und erkämpfe dir Ruhm. Aber bevor wir tatsächlich in die Pokémon-Liga gehen, muss ich noch was besorgen. Und zwar, kann man das jetzt irgendwie? Oder ist das noch nicht möglich? Doch, tatsächlich. Ich kann nämlich Top-Genesung kaufen. Haha. Das brauchen wir nämlich. Gegengift, Beleber haben wir ja genug. Hyperheiler haben wir, glaube ich, auch mehr als genug. Ja, denke ich mal. Dann sollte das so passen. Gut, gehen wir rein in die Pokémon-Liga. Auf geht's. Erster beiden Trainer für heute. So. Hallo, herzlich willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herbaro von der Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich wollte doch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Denn nichts ist so schön und so cool wie meine Käfer-Pokémon. Sie sind einfach perfekt. Und damit ich genauso perfekt werde wie sie, stelle ich mich hier in der Pokémon-Liga allen Trainern, die mich herausfordern. Dann wollen wir mal sehen, ob du auf dem Weg zur Perfektion behilflich sein kannst. Also, Herbaro und seine Käfer-Pokémon sind tatsächlich die ersten Trainer. Oder der erste Trainer. Und sein erstes Pokémon ist Pudox. So, gucken wir mal, ob was... Wie gut wir es hinbekommen. Rings ist natürlich die falsche Wahl. Also Galoppa ist jetzt, glaube ich, die richtige Wahl eigentlich. Wo Pudox ist. Ist das vom Typ Flug oder ist das vom Typ... Nee, warte mal, das machen wir anders. Nee. Das machen wir ganz anders. Ich gehe auf Galoppa. Das ist jetzt, glaube ich, der sinnvollste Weg, gegen die Käfer-Pokémon anzutreten. Mit Galoppa. Du Arsch, mit deiner scheiß Toxin. Das hatte ich jetzt blöde. So,
Level 53 von den Leveln her. Oh, sehr schön. Danke, Galoppa. Das neutralisiert das Gift. Also sind wir jetzt zumindest um das Thema mit der Vergiftung schon mal raus. Gut, dann gehe ich auf Flammenwurf. Wie gesagt, die ersten Trainer machen wir heute, die zweiten zwei Trainer kommen morgen und dann der Champ in 3 Tagen. Sag mal, gehst du mir jetzt auf Eier mit deinem scheiß Toxin? Gut, du wirst wahrscheinlich jetzt. Ja, du wirst jetzt aufladen. Ist auch mir klar. Wahrscheinlich wirst du jetzt ebenfalls dran ziehen. Ich gehe jetzt auf Top-Genesung. Warte mal, ich kill das Viech erstmal vorher weg. Bevor da jetzt irgendwas passiert, kill ich das Puder erstmal weg. Bevor das wir wieder mit einem Toxinangriff mich ärgern will. So, der erste Trainer fällt. Also der erste Pokémon in der Pokémon-Liga fällt. Das heißt, wir machen auf jeden Fall nach der Pokémon-Liga dann eine Jamin, wenn wir es dürfen. Scaraborn. Scaraborn, okay. Das Scaraborn ist ein vom Typ, das kennen wir ja mittlerweile, Käfer und Kampf. Das heißt, ein Flug-Pokémon ist so gar nicht die schlechteste Wahl. Ich vermute aber, dass das Viech irgendwas hat gegen Flug-Pokémon. Wenn es überhaupt nur Steinhagel ist. Aber gucken mal. Mit Ansage. Mit Ansage. Jetzt hör auf zurückzuschrecken. Nee, tust du nicht. Jawohl. So, der zweite geht auch fallen. Bei den Leveln her sind wir deutlich besser. Noch. Noch. So, was haben wir denn als drittes jetzt? Was kommst du jetzt mit Papinella? Papinella ist ja eigentlich Fallobst. Aber. Herr Barrow wäre nicht bei den Top 4, wenn er nicht irgendwas in der Hinterhand hätte. Gut, dann geht das schon mal baden, wieder dieses kleine Papinellachen. Empoleon, Level 59. Lernt jetzt Hydropumpe. Ah. Ja, komm. Vielleicht war es ja gar nicht so schlecht. Ist halt auf zu hageln, sehr gut. Was hast du als nächstes? Hohenweisel. Ich könnte natürlich auch Ramaidon bringen. Mal so nebenbei. Also gegen Käfer ist einiges möglich. So, dann und drauf. Und Weisel solltet ihr nicht unterschätzen. Das Viech kann ein bisschen was. Aber frisst eine Beere um erstmal. Die Zitrobeere, okay. Schlagbefehl. Ja gut, mit dem Topkin, mit dem Dings. Komm jetzt. Jetzt baller das komische Viech weg mit einem. Selber mit dem Volltreffer. Okay. Akrobatik. Ja. Sag ja. Hohenweiser sollte nicht ansetzen. Gut, der Volltreffer, der hat es jetzt natürlich ein bisschen gerissen. So, dann setze ich jetzt Ramaidon an. Dann hast du wahrscheinlich danach nur noch ein weiteres Pokémon. Du hast nämlich 5, das weiß ich. Und das ist das vorletzte. Die Frage ist, was hast du? Ich setze einmal, darf ich? Das war mir fast klar. Und jetzt volle Feste drauf. Ach Quatsch, Mann! Ah, das war blöd. Das Viech ist, glaube ich, vom Typ Flug. Käferflug. Das ist das Problem jetzt gerade. Ich wollte nicht auf Steinhagel gehen. Das war jetzt einfach blöd einen Move verschenkt. Das war jetzt blöd von mir. Ach Mann! So, jetzt drauf. Das müsste eigentlich erledigt sein. Sehr gut, ich damit.
Tschüss von Weisel. Die Frage ist, was hast du als letztes? Die Frage ist, was hast du als letztes gehabt? Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Pio Draghi. Du bist aber Unlicht und... Du bist aber Unlicht und... Gift. Das war mir fast klar. Alter, das war's. Selbst wenn wir jetzt einen Schaufler geben, wird der ja mit einem Erdbeben uns killen. Es sei denn, wir haben einfach nur Glück. Und Tramaidon kriegt's irgendwie weggesteckt. Sag ja, der hat ein bisschen was. Du bist Unlicht und Gift. Ich komme im Psych-Pokémon nicht an. Du bist ebenfalls vom Typ Stahl. Ich sehe mich tatsächlich das erste und zweite Mal eigentlich überhaupt in diesem Let's Play ratlos. Jetzt muss viel Glück dabei sein. Das war mir fast klar. Ihr seht mich zum zweiten Mal mein Display ratlos. Das erste Mal war Lamina. Ich habe ihn unterschätzt. Ein bisschen zumindest. Oh, du bist viel, Alter. Komm, jetzt muss ein bisschen Dusel dabei sein. Doch, ist jetzt vorbei. Der erste Sieg in der Pokémon-Liga ist nicht so leicht zu haben. Ja, aber was, wie? Ne? Auf Zeit spielen? Gegen Herbaro? Gegen sein Pio Draghi? Der hat, glaube ich, doch kein Topgenese. Hat der Topgenese noch rum gehabt? Ja, doch, glaub, gegen seinen Hund Weisel hat das gehabt. Ich kann auf Zeit spielen. Das werde ich auch tun. Versteht ihr? Na klar. Ich habe gesagt, wenn er keinen Volltreffer kriegt, dann spiele ich auf Zeit. Ach du Mistvieh, Alter. Ja, wie gesagt, ihr seht mich tatsächlich das zweite Mal ratlos. Ich habe ja Maro ein bisschen unterschätzt. Na gut, weggesteckt. So, und jetzt mit Spukball drauf. Versteht das jetzt, warum ich jetzt eigentlich das Team nehmen wollte? Warum die Planung war? Pio Draghi gibt es nicht in Pokémon Strahlender Diamant. Das gibt es in Leuchtende Perle. Gut, Pio Draghi kann ich verstehen von Pio und Skora, glaube ich, von Typ Giftkäfer ist. Deswegen kann ich verstehen, dass dieses Pokémon tatsächlich bei einem Käfertrainer auftaucht, obwohl es vom Typ Unlicht und Gift ist. Dass ich mit den schönsten und stärksten Käfer-Pokémon verloren habe, liegt allein daran, dass ich nicht perfekt genug bin. Das heißt, ich will zurück ins Trainingslager. Kriege ich trotzdem keine Runde Applaus? Nein? Okay, das wäre auch zu viel des Guten. Geh ruhig in den nächsten Raum. Es waren noch drei weitere Trainer auf dich, die so allesamt stärker sind als ich. So, das heißt, wir haben es soweit geschafft. Wir haben unseren ersten Top-4-Sieg geholt. Es war tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, schwerer, als ich es mir eigentlich soweit vorgestellt habe. Aber Top 4 sind Top 4. Wir haben 4 unserer Pokémon deswegen verloren. Weil ich auch mehr oder weniger ihn ein bisschen zu sehr unterschätzt habe. Aber sein Pion Draghi ist nicht ohne. Naja, ist halt so. Wir werden jetzt den zweiten Trainer angehen. Wir werden heute eine etwas längere Folge machen.
Vermutlich zumindest. Wir sind ja schon bei irgendwo auf einer guten Viertelstunde. Jetzt muss ich gerade gucken, wen wir als nächstes haben. Ich glaube, wir haben jetzt den Psycho-Fritzen. Das heißt, das könnte sein, dass. Ich glaube, wir haben ja auch Psycho haben. Könnte das mit Kramchef, glaube ich, die richtige Wahl sein. So. So, wen haben wir denn da? Einen ähnlichen Trainer mit der ordentlichen Portion Mumm. Aha, ich hasse Theresa und bevorzuge Boden-Pokémon. Der Psycho-Handy kommt danach. Glaube ich. Boden-Pokémon. Naja, gehen wir schon. Sag einer alten Dame wie mir doch mal, was du alles gelernt hast. Dann ist heute Theresa dran. Also jetzt Theresa. Warlord. Du Arsch, kannst bestimmt irgendwas mit Blizzard oder sowas. Blizzard, Steinhagel, irgendwas in die Richtung. Das heißt, ich werde wechseln. Es macht jetzt am meisten Sinn, gegen dieses Pokémon, was vom Typ Boden und Wasser ist, natürlich einen Pflanzen-Pokémon einzusetzen. Willst du mit